Ich bin Marie. Und ich bin Hannes und wir machen heute unsere eigene Lavalampe. Was brauchen wir dafür? Eine Wasserflasche mit Wasser und Öl, entweder Vitamin- oder Magnesium-Brausetabletten und Lebensmittelfarbe. Nachdem wir das Wasser und das Speiseöl in einer durchsichtigen Flasche vermischt haben, lassen wir sie noch kurz ruhen. Durch das Ruhenlassen trennen sich beide Flüssigkeiten perfekt voneinander und wir können mit unserer Lavalampe beginnen. Im nächsten Schritt nehmen wir die Lebensmittelfarbe und tropfen sie in unsere Flasche. Die Farbe der Lebensmittelfarbe entscheidet hier auch die Farbe unserer Lavalampe. Als letztes müssen wir nur noch die Brausetabletten hinzugeben und die Lavalampe beginnt sich zu bewegen. Aber seht selbst! Und so habt ihr eure eigene Lavalampe gemacht. Für weitere Videos und Experimente guckt auf unseren Social Media Kanälen vorbei.